Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Meine lieben Freunde, ich habe heute einiges an Themen, die ich mit euch bearbeiten möchte. An erster Stelle, es geht um Chanel und Kollega. Und das Thema ist anscheinend sehr, sehr beliebt. Das Video ist gerade eben vor ein paar Stunden online gekommen und ich denke mir, okay, jetzt fehlt nur noch Kollega in der Szene. Dann haben wir, glaube ich, ganz Deutschland komplett hops genommen. Aber bei Kollega dachte ich mir auch mittlerweile, den finde ich komisch, ja. Man hört gar nichts von Felix Blume, sein echter Name, also aka Kollega. Und das Krasse bei der ganzen Sache ist, Kollega hat sich nur kurz gemeldet wegen der Thematik von Farid Bang und Bösemann und ja, die ganzen Aussagen, die ja gegen Farid Bang gedroppt worden sind. Ihr wisst ja, es wird ja gegen ihn ermittelt oder auch gegen ihn Videos gemacht, die behaupten, er sei ein Stricher gewesen. Und Kollega hat sich halt gar nicht darüber geäußert, er hat eigentlich kaum etwas gemacht, außer als Farid Bang den Diss-Track gegen Bösemann hochgeladen hat. Erst dann hat sich Kollega auf Instagram gemeldet und hat diesen Diss-Track von Farid Bang in seiner Story gepostet, um sozusagen seinen Kumpel und jahrelangen Komparsen Farid Bang zu supporten. Erst da hat sich sozusagen Kollega mal eingeschaltet und hat irgendwie mal so einen Funken gezeigt. Ansonsten war gar nichts. Und jetzt sehe ich, Chanel warnt Kollega. Ich habe mir das Video ehrlich gesagt noch gar nicht reingezogen. Ich weiß nicht, um was da ganz genau geht. Also gehen wir mal ganz gechillt rein. Geht es da wirklich um Farid Bang oder nicht? Ich bin gespannt. Wenn Kollege und Farid jetzt meinen, auf böse rumballern zu wollen, sage ich euch gleich, ne? Weil dadurch, dass ich definitiv diesen Sommer wieder anfange zu rappen, wow, jeder weiß, wie ich zu Placo stehe. Ich kann das nicht passieren lassen. Er wird dann wahrscheinlich mit Bero Bass 1 zusammen, auch gut, das wird technisch nicht so gut sein wie aber die werden euch kaputt machen. Die werden euch kaputt machen. Bro, und ihr wollt nicht, dass ich obendrauf noch auch noch Songs und auch noch mal hier und da mitmache. Oh. Okay. Wartet, ich komme gerade gar nicht mit. Also was passiert gerade? Redet er davon, dass in diesem Sommer also Bösemann und Bero Bass einen Song gemeinsam machen und wir sehen auch, Chanel ist komplett auf der Seite von Bösemann und gegen Farid Bang und gegen die Thematik und auch gegen Kollega. Aber hat der Kollege und Farid Bang etwas vor diesen Sommer? Oder verstehe ich das jetzt richtig? Oder was? Nochmal. Machen wir nochmal. Kann ich das zurückziehen? Oder hören wir das bis zum Ende und dann nochmals? And Kollege, you don't need to start with me, bro. Don't start with me, bro. When ich rappe, you done. Ich zerstöre die shit, bro. Blondie, du gehst drücken. Kollege. Alter, was passiert da gerade? Du hast no street creds, bro. Du bist ein kleiner deutscher Junge. Du bist auch kein Kanadier, Bruder. Ich bin Kanadier und ich bin aber auch Moslem. What are you not, bro? Papa, Kanadienvogel, Bro. Ich bin Millionär, ich bin aber Moslem, ich bin aber auch Striptease, ich bin aber auch Rapper, ich bin aber auch. Ich bin für überall, bin ich alles, was sein muss. Thank you. Okay? Alter. Bist du wahnsinnig, Digga? Was passiert da gerade? Der Rede. Chanel! Chanel, geht's dir eigentlich noch gut, Digga? Also am Anfang ging's doch um Bösemann und um Farid Bang, die Thematik. Und irgendwie war's dann zu persönlich. Boah, Digga, ich kotze mich gleich an. Irgendwie war's viel zu persönlich. Du bist ein Deutscher, du bist kein Kanadier, du bist ein Deutscher. So, auf mach jetzt nicht auf Gangster. Anscheinend sind Gangster nur Ausländer. Ich weiß nicht, hat der Ruf Gangster mittlerweile nur die Ausländer erobert? Dürfen keine Deutschen Gangster werden? Übrigens hat der Eminem es ja geschafft, unter den anderen ja hervorzustechen. Ich glaube, das hat jetzt weniger mit der Herkunft zu tun, aber er schießt ja da komplett gegen Kollega. Ich weiß nicht, ob da auch Kollega darauf antworten wird. Der Kollega ist ja komplett, man hört ja gar nichts von dem, ne? Der distanziert sich ja komplett, weil ich glaube, er hat gar keinen Bock, dass ein Ali Osman oder auch keine Ahnung wer jetzt Videos über ihn macht und irgendwie herausfindet seine Vergangenheit. Digga, ich glaube, Kollege ist auch ein gebildeter Mensch, der geht solche Sachen aus dem Weg. Der weiß ganz genau, wie er mit sowas arbeitet. Aber jetzt ziehen wir uns nochmal das Ganze rein, okay? Aber jetzt in aller Ruhe, ja. Kollege und Farid jetzt meinen. Chanel ist ja nicht irgendeiner jetzt. Der ist schon auch relativ bekannt in der Szene, ne? Auf böse rumballern zu wollen, sag ich. Aber eine Frage habe ich an dich, Chanel. Also du meinst, Kollege und Farid ballern auf Bösemann. Ja, so die schießen gegen ihn. Aber ich finde, Farid Bang schießt gegen Bösemann. Kollege, die einzige Äußerung, die er gemacht hat, war, diesen Diss-Track weiterzuleiten. Und ich verstehe, das ist alleine schon ein Schuss gegen Bösemann, weil warum nimmt Kollege die Reichweite von ihm
und nutzt sie, um einen Diss-Track von Farid Bang zu reposten in der Story, wenn er gar nichts mit der ganzen Thematik zu tun hat. Vielleicht hat er auch einen Hass gegen Bösemann, kann auch sein. Viele schreiben auch immer wieder in den Kommentaren, Farid Bang und Kollega, das sind genau die zwei, die ja gay sind oder nicht hetero sind. Diese ganzen Gerüchte, glaube ich, hat auch Kollega gesehen und ich glaube, der ist gar nicht begeistert davon. Aber das ist schon heftig, Digga. Ich gleich, ne? Weil dadurch, dass ich auch definitiv diesen Sommer wieder anfange zu rappen, wow, jeder weiß, wie ich zu Placo stehe. Ich kann das nicht passieren lassen. Er wird dann wahrscheinlich mit Bero Bass 1 zusammen auch, gut, das wird technisch nicht so gut sein mir. Ja, er ist gut, dass du auch ehrlich bist, weil ich glaube, würden wir jetzt ganz ehrlich zueinander sein, Kollega und Farid Bang, die haben ja komplett Deutschrap Hops genommen, die haben auch das Echo gewonnen. Wir reden jetzt nicht über die Persönlichkeit, ja. Wir reden jetzt rein über das Musikalische und die beiden sind schon ein Kaliber, ja. Die sind schon ein Panzer und die kann man nicht vergleichen mit Bösemann oder Bero Bass. Die sind von der Musik her doch vielleicht nicht so an diesem Level, aber dafür körpertechnisch, so boxtechnisch und so weiter, glaube ich, dass die beiden mehr zu bieten haben. Die werden euch kaputt machen. Die werden euch kaputt machen. Bro, und ihr wollt nicht, dass ich obendrauf noch auch noch Songs und auch noch mal hier und da mitmache. Ja, Kollege Farid Bang, ihr wollt sicher nicht, dass Chanel auch noch mal drauf geht. Ja, Kollege, hast du gehört, Kollege? Ja, ja. And Kollege, you don't need to start with me, bro. Don't start with me, bro. When ich rappe, you done. Ich zerstöre die shit, bro. Jetzt wird's wieder persönlich. Jetzt wird's wieder persönlich, Freunde. Merkt ihr das? Blondie, du gehst drücken. Kollege, du hast no street creds, bro. Du bist ein kleiner deutscher Junge. Du bist auch kein Kanadier, Bruder. Ich bin Kanadier und ich bin aber auch Moslem. What are you not, bro? Papa, Kanadienvogel, bro. Ich bin Millionär, ich bin aber Moslem, ich bin aber auch Striptease, ich bin aber auch Rapper, ich bin aber auch. Ich bin für überall, bin ich alles, was ich sein. Zeig dir auch. Okay? Digga, er schießt ja komplett, du bist dies, du bist das, geh, come on und so. Also, da schießt er richtig, richtig, richtig. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Also, das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Video sehe jetzt in der Zeit, dass jemand gegen Kollega schießt. Ich bin ehrlich zu euch, ich bin ein bisschen so, keine Ahnung, Digga. Also, ist selten, dass ich jemanden sehe, der gegen Kollega offiziell im Internet schießt und sagt, komm her, Digga, du Deutscher, du, der auf Gangster macht, so auf den. Und jetzt wird langsam auch Kollege mit reingezogen. Ich merk's, ich spür's, Digga. Kollege wird langsam reingezogen. Aber was soll ich dazu sagen? Bildet euch eure eigene Meinung, meine lieben Damen und Herren. Mir ist wichtig, was sagt ihr dazu? Wird es jetzt auch eine Antwort oder wird auch Kollege jetzt langsam in die ganze Szene mit reingenommen oder denkt ihr, nee, die haben Respekt vor dem, da ist Farid Bang was anders und Kollege ist wiederum was anders? Schreibt mir unbedingt das in den Kommentaren. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mich weiterhin supportet. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video, wenn es wieder mal heißt, Egyptian ist der Helios. Peace.